Im Pariser Museum Jeu de Paume ist gerade die Retrospektive des New Yorker Künstlers Peter Campus zu sehen. Vor 45 Jahren macht er sich an der Seite weiterer Pioniere wie Nam June Paik oder Bruce Nauman ein damals ganz neues Medium zu eigen, das Video. Doch im Gegensatz zu seinen Kollegen, die mit Pixeln zu malen versuchen, konzentriert sich Peter auf den Aspekt der Interaktivität, deren Potenzial zu dieser Zeit völlig verkannt wird. Aber Peter, ist Videokunst nicht etwas altmodisch? Sicher. Sie ist alt, genau wie ich. Wir rauchten alle Marihuana und wollten die Revolution. Auch in der Kunstwelt gab es damals einen Bruch. Sogar Maler und Bildhauer griffen plötzlich zur Super-8-Kamera, um Videos zu machen. Auf jeden Fall etwas anderes als Malerei oder Skulpturen. Und die Kunstwelt begrüßte das sehr. Mit Three Transitions gelingt Peter Campus 1973 der Einzug ins Pantheon der Videokunst. In drei Sequenzen von insgesamt 5 Minuten verbrennt, verdoppelt oder spaltet er sich, genauer sein Bild, mithilfe der Bluebox-Technik, die heute besonders bei der Wettervorhersage zum Einsatz kommt. Nach einem Filmstudium in seiner Heimatstadt New York entdeckt Peter Mitte der 60er als Produktionsleiter und später als Cutter beim Fernsehen das Medium Video für sich. Damals entstehen durch $50.000 teure Videokameras Bilder auf 16mm Umkehrfilm. Die Revolution findet 1967 statt, als eine tragbare Kamera für $1.500 auf den Markt kommt, die Portapack. Wir hatten das primitivste Equipment, das man sich vorstellen kann. Mir gefiel die Portapack-Idee, der Kamera nachzueifern, nicht besonders. Die der Überwachung hingegen schon. Während sich die Gegenkultur der neuen Technik bemächtigt, interessiert sich Peter für die Funktionen der kleinen Überwachungskameras, mit denen sich Bankiers und Villeneigentümer ausrüsten. Das Filmeentwickeln hat mit ihnen ein Ende. Die Bilder landen jetzt direkt auf einem Monitor. Der New Yorker erforscht von nun an eine neue Welt, die der Interaktivität. 1971 installiert Peter Kameras in Kunstgalerien und lädt den Besucher zum Spiel mit dem eigenen Abbild ein. Das ist die erste Arbeit, die ich für eine Galerie gemacht habe. Sie ist interaktiv. Die Leute können hin und her laufen, statt nur auf ein Video zu starren. Bleiben die Besucher 20 Minuten lang vor einem Video stehen? Nein. Und 3 Minuten? Auch nicht unbedingt. So kam ich auf die Idee, sie mit der Kamera interagieren zu lassen. Und sie konnten selbst entscheiden, wie lange sie bleiben möchten. Ich beschloss, Werke zu schaffen, deren Inhalte sich den Leuten durch Interaktion erschließen und bei denen jeder selbst bestimmt, wie lange er dabei bleibt. "1971, mit 34 Jahren, wechselt Peter vom Fernsehen zur Videokunst und kann so endlich den Tod seiner Mutter verarbeiten. Dieser hatte ihn mit erst 7 Jahren in eine tiefe Depression gestürzt. Ich war als Kind sehr oft allein und verbrachte enorm viel Zeit in meinem Zimmer. Daher rührt auch mein Interesse für das Konzept Raum als Gefäß. In jedem meiner Werke geht es auch um die Beziehung zum Raum. Und um das Verhältnis einer Person zu einem Raum. 1976 wird Peter Kunstprofessor und gibt seine Kunst für fast 2 Jahrzehnte auf. 1995 beginnt er, mit HD-Technik zu experimentieren und sich mit Hilfe von Pixeln der abstrakten Kunst anzunähern. Und dann geschieht das Wunder. Letztes Jahr, mit 79, stößt Peter mit diesen 4 Sequenzen von Booten im Hafen des französischen Städtchens Pornic, die im selben Raum ohne Effekte und ohne Ton abgespielt werden,
endlich die Tür zu seinem Zimmer auf. Ich fand, dass ich nun genug in mich hineingeschaut hatte und es Zeit war, nach draußen zu sehen. Das ist fast schon ein Zeichen von Reife, wenn man fähig ist, mit der Außenwelt, mit anderen Personen in Kontakt zu treten.